Ja, liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu diesem Forum, das wir vom Friedensratschlag hier eingebracht haben, weil wir hier in Kassel immer sehr traditionell uns um den Frieden kümmern. Das machen wir immer am 1. Dezemberwochenende, wo der Friedensratschlag hier regelmäßig stattfindet, um sich zu beraten und zu analysieren, wie die Situation für die Friedensbewegung ist und was man sozusagen als Widerstand dagegen entwickeln kann. Deshalb haben wir Aufrüstung in Europa und unser Widerstand als Titel genommen, um hier nochmal deutlich zu machen, wie die augenblickliche Situation ist und wo wir Ansatzpunkte für die Veränderung der politischen Landschaft in der Friedensfrage sehen. Wir haben dieses Podium zusammengesetzt, zunächst einmal mit dem Hinblick darauf zu analysieren, was ist in Europa los, was wir gerade diskutiert, wir nehmen ja wahr, dass die europäische Politik glaubt, die herrschende Politik jedenfalls, dass durch die Militarisierung Europas eine neue Stabilität dieser europäischen Landschaft erreicht werden kann, was wir natürlich für kontraproduktiv halten, wenn man eine friedliche, soziale europäische Landschaft will. Dann ist der militärische Faktor nicht nur einer, der zerstörerisch wirkt, sondern der auch Kosten verursacht, die im Grunde genommen sinnvoll sicherlich für andere Dinge ausgegeben werden können. Deshalb sind wir auch sehr dankbar, dass wir eine Initiative entwickeln konnten, die jetzt auch tatsächlich hier in der Bundesrepublik einiges erreicht hat, immerhin über 100.000 Unterschriften. Der Rainer Braun würde sagen, wir haben jetzt schon 112.000 oder 115.000, aber in dieser Ecke liegen wir etwa, die gesagt haben, Abrüstung ist die Notwendigkeit und die weitere Aufrüstung des Problems. Es gibt auch Gott sei Dank eine solche Initiative, die der internationale Gewerkschaftsbund mit anstoßen wird und angestoßen hat zum Teil, die also parallel auf der internationalen europäischen Ebene auch den Widerstand gegen die Hochrüstungspolitik zum Anlass nimmt, die politische Auseinandersetzung zu führen. Das ist lange Jahre nicht so gewesen, dass wir diesen gewerkschaftlichen Unterstützungsgrad hatten für eine solche politische Initiative. Die Gewerkschaften waren in den letzten Jahrzehnten immer etwas zurückhaltend, wenn es um unsere Fragen ging. Und deshalb ist es wichtig, an so einem Punkt wieder anzuknüpfen, wie wir das sicherlich schon mal in den 80er Jahren hatten, als tatsächlich in den Betrieben auch darüber diskutiert wurde, was es sinnvoll an anderen Produkten herzustellen als an Panzern, Raketen und anderen Systemen, die im Grunde genommen für den Krieg gebraucht werden. Das ist sicherlich nochmal ein Hintergrund, den wir für diese Veranstaltung hier nennen sollen. Wir würden gerne anfangen mit einer Situationsbeschreibung. Wie sieht Europa aus? Welche militärischen Positionen und Konstrukte gibt es? Was passiert im PESCO? Ein Stichwort, das sicherlich vielen geläufig ist, die in der letzten Zeit mal die Zeitung gelesen haben, was da als europäische Dimension angedacht ist an neuer Hochrüstungspolitik und haben dazu den Jürgen Wagner gefunden, der von Indy dieses Thema bearbeitet. Ich würde auch die Vorstellung der einzelnen Mitstreiter hier auf dem Podium ganz kurz machen, weil es ist sicherlich erkennbar, dass die Marie-Christine Vergnier nicht da ist, sondern dort unser alter Kumpel Alain Rouy sitzt, der aus der französischen Friedensbewegung kommt und sicherlich den Beitrag, den wir aus französischer Sicht erwarten, nicht er leisten kann. Deshalb entschuldigt, dass die Abgeordnete nicht hier ist, sondern der Alain sozusagen den Ersatzmann spielt. Vielen Dank nochmal, dass du kurzfristig eingesprungen bist. Wir haben rechts neben mir den Boris Kagalitski, ich kann es gar nicht so richtig russisch aussprechen, Kagalitski, der aus Moskau kommt, der sozusagen den anderen Blick nochmal aufmacht. Also wir rüsten ja hoch in Europa, um sozusagen uns der Feind des Feindes zu erwehren, der in russischer Form jetzt hier sitzt und sicherlich dazu auch einen Beitrag leisten kann. Und wir haben natürlich im Gegensatz zu den üblichen Formaten, weil Europa dann fällt dann nicht sofort die Türkei ein. Aber wenn man mal ernsthaft über Europa und die Europastrategie nachdenkt, da haben wir gesagt, wir nehmen den Görkan hier mit auf das Podium, den Görkan Müzisi, der im Grunde genommen aus Istanbul den Widerstand in der
kann, aber natürlich auch die Option der türkischen Politik hier nochmal deutlich vermitteln kann. Neben mir sitzt die Ursula Schongali. Herzlich willkommen. Neben mir sitzt die Ursula Schongali, eine Hochschullehrerin früher aus Dortmund, lange Jahre in der Friedensbewegung aktiv und heute in Berlin zu Hause. Sie wird versuchen, eine gewisse Zusammenfassung unserer Diskussion zustande zu bringen und daraus sozusagen auch eine Perspektive für unseren gemeinsamen Kampf abzuleiten. Ich will aber nicht lange weiter vorreden, sonst halte ich das Programm auf. Jürgen, du hast das Wort. Ja, du zunächst mal, ich hoffe, dass es mit dem Mikro geht, sonst ein bisschen Handzeichen geben, wenn ich zu leise bin. Ja, ich wurde gebeten, so etwa 30 Minuten zu versuchen, einen Überblick zu machen über die wichtigsten Initiativen im Augenblick in Sachen EU-Militärpolitik. Das ist nicht ganz einfach vor dem Hintergrund dessen, dass da derzeit unglaublich viel passiert. Im Zentrum aber dessen, wie gerade auch schon ja, relativ komplett umgekrempelt wird, steht ein Mechanismus namens PESCO, das klang ja gerade schon an. Das ist die englische Abkürzung für die sogenannte ständige strukturierte Zusammenarbeit. Die wurde im Dezember 2017 offiziell ins Leben gerufen. Und als das passiert ist, haben die üblichen Verdächtigen von von der Leyen, Mogherini, die EU-Außenbeauftragte etc. Ja, ihre Begeisterung kundgetan, was für ein Riesenschritt für die Europäische Union sei. Wie üblich hat Kommissionschef Juncker mit dem Spruch den Vogel abgeschossen. Der hat sich im Dezember dann geäußert, sie ist erwacht, die schlafende Schönheit des Lissabon-Vertrags. Ich glaube tatsächlich, dass wir das gar nicht überschätzen können, was da derzeit passiert. Wenn wir mal zurückgehen, bis 1999 ist recht wenig Sachen die Militarisierung passiert. Dann ging es aber relativ schnell. 1999 die Entscheidung, europäische Interventionstruppen aufzubauen, Umfang etwa 60.000 Soldaten, anfangs 4.000 Kilometer um Brüssel, dann weltweit, 2000 zur Organisationsform, 2003 die ersten EU-Militäreinsätze, damals im Kongo, der allererste, der zweite, weiter als 4.000 Kilometer um Brüssel entfernt. 2003 eine europäische Sicherheitsstrategie, diese Interventionsausrichtung ja, in ein Dokument gegossen hatte und 2004 dann die Aufstellung für Kampftruppen. Also innerhalb von 4 Jahren hat sich da die Europäische Union militärisch in unglaublich schnellem Tempo komplett neu aufgestellt. Und der nächste große Wurf hätte dann sein sollen, der Verfassungsvertrag, wie er damals noch hieß, also das Grundgesetz auf EU-Ebene, der im Oktober 2004 verabschiedet worden ist und in dem eben unter anderem diese PESCO, auf Deutsch die ständige strukturierte Zusammenarbeit, erstmals verankert worden ist. Gehe ich später im Detail ein, was da alles dazugehört. Artikel 42, 46 und ein sogenanntes Protokoll 10 sind da entscheidend. So viel vielleicht vorweg, PESCO ermöglicht es erstmals zwei Dinge zu tun. Es ermöglicht es einmal, Kleingruppen im Militärbereich zu bilden, also nicht mehr alle müssen mitmachen. Und zweitens das Konsensprinzip, das bis zu dem Zeitpunkt gegolten hatte, zu brechen. Unterzeichnung im Oktober 2004, dann war man eigentlich sozusagen guter Dinge, dass man jetzt den nächsten Meilenstein in Angriff nehmen könne. Und dann kam das ganze Projekt ins Stocken, wissen sicherlich einige, eben auch unter tatkräftiger Mithilfe von ATTAC. Referenten in Frankreich und den Niederlanden, wo der Verfassungsvertrag mehrheitlich von der Bevölkerung abgelehnt wird. Auch ein zunehmender Widerstand von den USA und Großbritannien gegenüber diesem Militarisierungsprojekt EU, aus sicherlich nicht pazifistischen Gründen. 2009 war dann der nächste Hoffnungsschimmer, Barack Obama kommt an die Macht, der US-Widerstand gegenüber EU-Militarisierung bröckelt. Und der Vertrag von Lissabon oder der EU-Verfassungsvertrag tritt nahezu unverändert unter Ignorierung jetzt der Referenten in Niederlanden und Frankreich in Kraft. Jetzt eben unter dem Vertrag, Namensvertrag von Lissabon. Dann war man jetzt wieder guter Dinge, aber es hat sich wieder nichts getan aus einem relativ einfachen Grund. Bis 2016 hat Großbritannien nahezu alle wesentlichen Initiativen im EU-Militärbereich blockiert.
aus dem nicht pazifistischen Grund, sondern aus Sorge um die eigene machtpolitische Beinfreiheit derlei Erwägungen. Das hat sich, das wissen wir ja alle, bekanntlich am 23. Juni hat sich jetzt das Koordinatensystem verändert. Die britische Bevölkerung stimmt am 23. Juni 2016 mehrheitlich für einen Austritt aus der EU. Und ich war schon ein bisschen überrascht, dass sich so ein manch ein gestandener Militärpolitiker seine klammheimliche Freude über das Referendum überhaupt nicht verkneifen konnte. Also am Tag nach dem Referendum geht Elmar Brok an die Presse, damals CDU-Vorsitzende, also EVP-Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses und meldet sich zu Wort, der Brexit hat auch gute Seiten, jahrelang haben uns die Briten aufgehalten, jetzt geht es endlich voran. Da gibt es eine Fülle von Statements, die in die gleiche Richtung gehen, also jetzt ist dieser Bremsklotz weg und jetzt können wir alles, was wir seit Jahren in der Pipeline haben, endlich anschieben. Und das hat man dann auch in der Folge getan. Wichtig alles das, was passiert, ist ein deutsch-französisches Projekt, auch in der Reihenfolge. Also alle wesentlichen Entscheidungen werden von Deutschland und Frankreich vorbereitet und dann den anderen Mitgliedstaaten präsentiert. 23. Juni war das Referendum in Großbritannien, am 27. Juni haben dann Steinmeier und Aroun, damals als Außenminister, schon die Richtung vorgegeben, dass es jetzt gelte, die Europäische Union oder deutsch-französische Führung zu einem globalen Akteur zu machen, etc. etc. und jede PESCO eben an den Start zu bringen. 27. Juni war das 2016, 28. Juni gibt sich der Europäische Union eine neue Globalstrategie. Das ist jetzt das wichtigste Dokument sozusagen auf der obersten Planungsebene. Da ist erstmal so die Interessensdefinition, wie so Dokumente machen. Also das wird das Interesse an einem offenen und fairen Wirtschaftssystem betont. Das muss ich, glaube ich, hier im Attac-Kontext nicht näher erläutern. Das ist die üblichen Codewörter für ein neoliberales, ausbeuterisches, zutiefst ungerechtes System sind. Offene, geschützte Seewege, Zugang zu Ressourcen, all diese Dinge. Als ich mir das Dokument dann genauer angeguckt habe, war ich über eine zweite Sache dann doch überrascht. So sicherheitspolitische Dokumente definieren immer eine Area of Responsibility, wie es heißt, also der Bereich, für den man sich sicherheitspolitisch, schlicht militärisch noch zuständig fühlt. Da wird dann angegeben, in der östlichen Nachbarschaft ist Zentralasien, in der südlichen Nachbarschaft bis Zentralafrika, Indischer Ozean, das ist das ganze Bild, Südchinesisches Meer und die Straße von Malakka. Also seeseitig dann bis weit nach Ostasien, das ist sozusagen der Raum, wo man der Auffassung ist, auch militärisch intervenieren zu wollen. Weiter geht es mit dem Anspruch, dann eben die entsprechenden Mittel aufbauen zu wollen. Das ist das entscheidende Punkt, dass man autonome militärische Fähigkeiten haben möchte. Autonom heißt unabhängig von der NATO und damit unabhängig von dem Veto der USA. Wohlgemerkt, das war vor der Wahl Donald Trumps. Das ist ein altes Ziel von Frankreich, aber inzwischen auch zum Teil von Deutschland. Weiter dann im Papier, militärische Spitzenfähigkeiten sollten aufgebaut werden. Eine tragfähige und wettbewerbsfähige Verteidigungsindustrie. Und dann kommt man langsam zu diesem PESCO-Thema. Um diese militärischen Spitzenfähigkeiten hinzubekommen und aufbauen zu können, müsse es in Zukunft dazu kommen, dass die Verteidigungszusammenarbeit als der Regelfall betrachtet wird. Jetzt muss ich kurz ein bisschen erläutern, was dahinter steckt von Überlegungen. Im Augenblick geht es in europäischen Staaten grob gesagt ein Drittel der Militärausgaben der USA aus, erzeugen aber in der eigenen Rechnung nur 10% der militärischen Schlagkraft. Das wird darauf zurückgeführt, dass man in Europa halt eine nationalstaatlich zersplitterte Rüstungsindustrie hat und einzelstaatliche Armeen mit 178 großen Waffensystemen. Also wir haben etwa 4 große Kampfflugzeugprogramme, wir haben mehrere Kampfpanzer etc. Während die USA haben nur 30. Können damit, so die Überlegung, viel größere Stückzahlen produzieren, damit günstiger produzieren und damit natürlich pro investierten Euro mehr Militärgerät oder militärische Schlagkraft rausholen. Deswegen die Idee, dass es notwendig sei, einen europäischen Rüstungsmarkt zu schaffen und sozusagen die einzelstaatlichen Komponenten in ein europäisches Ganzes, einen europäischen Rüstungskomplex zusammenzuführen.
Merkel hat es auch gesagt, Zielgröße sei es eben von diesen 178 großen Programmen auf 30 für die USA runterzukommen. Also man will einen europäischen Rüstungsmarkt schaffen. Der Rüstungsmarkt ist im Augenblick ausgenommen von den Regeln des Binnenmarktes. Rüstungsaufträge müssen nicht europaweit ausgeschrieben werden im Augenblick, was es ermöglicht, die nationalen Rüstungsindustrien jeweils zu schützen. Das soll in Zukunft abgeschafft werden. Rüstungsaufträge sollen europaweit ausgeschrieben werden. Es soll nur noch ein Kampfpanzer geben, ein Kampfflugzeug etc., das dann alle Europäer beschaffen. Ein produzierender Rüstungsgroßkonzern. Und dann ist die Rechnung, es gibt größere Stückzahlen, niedrigere Preise, dadurch kann man mehr exportieren, noch größere Stückzahlen, noch niedrigere Stückpreise und dann kommt sozusagen ein hocheffizienter Militärapparat Europa raus. Das ist Ihre Rechnung, nicht meine. Man schafft da Rüstungsmonopole. Das ist aber sozusagen die Idee davon. Profitieren werden davon vor allem die deutschen und französischen Unternehmen. Die freuen sich gerade auch schon wie die Sau, weil sie nämlich davon ausgehen, dass wenn Rüstungsaufträge europaweit ausgeschrieben werden, dann werden sie, wissen wir von anderen Bereichen, die stärksten Player am Markt überleben. Fusionen, Zusammenschlüsse etc. Und das wird dazu führen, dass die deutschen und französischen Firmen da, so ist zumindest gerade Ihre Auffassung auch, gestärkt hervorgehen. Und der zentrale Mechanismus, um diesen ganzen Prozess eines europäischen Rüstungsmarktes heranzuschieben, das soll dann eben jene PESCO, jene strukturierte Zusammenarbeit werden. Das war keineswegs ausgemacht, dass diese PESCO auf den Weg gebracht werden konnten. Was man hier sieht, ist eine Grafik aus dem Frühjahr 2017 vom European Council on Foreign Relations. Daraus geht hervor, dass zu dem Zeitpunkt noch 18 von 28 Mitgliedstaaten diesem PESCO-Projekt ablehnen oder zumindest skeptisch gegenüberstanden. Das waren vor allem die kleinen und mittleren Staaten, die mit eigener Berechtigung, natürlich aus nationalstaatlichen Machtinteressen, Sorge haben, hier ein bisschen unter die Räder zu kommen. Warum, werde ich gleich nochmal erläutern. Die Sorgen haben sich ziemlich schnell als berechtigt erwiesen. Am 13. Juli 2017 kommt es zu einem deutsch-französischen Ministerrat, wo Deutschland und Frankreich schlicht und ergreifend zusammen erstmal ausbaldobern, wie genau dieses Projekt eigentlich aussehen soll. Und ich fand schon interessant, wie lapidar das dann in der Abschlusserklärung formuliert wurde. Um die Debatte über diese Verpflichtungen unter allen interessierten EU-Mitgliedern zu beleben, haben sich Frankreich und Deutschland auf eine Reihe von bindenden Verpflichtungen und Elementen für eine PESCO geeinigt. Danach ist man erstmal an Spanien und Italien herangetreten und die restlichen, es gab dann eine Anfrage der Linken, wie denn die anderen Länder angebunden worden seien, dann antwortet die Bundesregierung, ja, die haben einen Brief gekriegt. Und damit war die Einbindung gewährleistet. So, und dass da natürlich bestimmte Länder ein gewisses Problem haben, ist relativ klar. Es ging dann weiter, am 13. November wurde erst ein Grundsatzpapier unterzeichnet, wo eigentlich alle Länder sich unter diesen deutsch-französischen Kriterien gesetzt haben. Das waren dann 23 Länder, die beschlossen hatten, da mitzumachen. Am 11. Dezember 2017 dann der entscheidende Ratsbeschluss zur Einrichtung von PESCO. 25 Länder nehmen da jetzt teil, Malta, Dänemark und Großbritannien sind die einzigen, die nicht mitmachen. Eine entscheidende Sache bei dieser ganzen PESCO-Geschichte ist eben, bis zu PESCO galt den gesamten Militärbereich das Konsensprinzip. Das war enorm mühsam, weil jeder kleinere Staat damit natürlich große Einflussmöglichkeiten hatte und es für Deutschland und Frankreich einigermaßen mühsam war, durchzuregieren. PESCO führt jetzt in Teilen die sogenannte qualifizierte Mehrheit ein, das heißt, Entscheidungen können jetzt von 65% der Bevölkerung, einer Gruppe, die 65% der Bevölkerung und 55% der Staaten repräsentiert, getroffen werden. Wenn man sich dann das anschaut, wie das nach dem Brexit aussehen wird, dann werden Deutschland und Frankreich hier eine Sperrminorität haben, die von entscheidender Bedeutung sein kann, in der raffinierten PESCO-Architektur hier massiv Einfluss zu nehmen. Diese PESCO-Architektur ist relativ verworren. Ich habe sie versucht, über eine Grafik irgendwie greifbar zu machen. Ich hoffe, es ist mir einigermaßen gelungen. Also wie sieht PESCO aus? Wenn man in PESCO mitmachen möchte, bedarf es einer Entscheidung per qualifizierter Mehrheit der bereits bei PESCO teilnehmenden Staaten.
also jenen, die schon sozusagen in diesem System sind. Das erklärt, warum alle Mitgliedstaaten 2017 gesagt haben, gehen wir mal lieber rein. Weil sie wären sonst von dieser Sperrminorität Deutschland und Frankreich schlicht und ergreifend aus diesem Mechanismus rausgehalten worden. Deswegen haben die gesagt, retten wir uns lieber mal rein, vielleicht können wir innen drin noch was machen. Projekte. Das kann lustigerweise alles sein, außer einem Militäreinsatz. Ich habe keine Beschränkung gefunden, was man nicht im Rahmen von PESCO als EU machen kann. Projekte müssen einstimmig beschlossen werden, aber dann eben nur noch von den Staaten, die schon in PESCO drin sind. Wenn ein Projekt beschlossen wird, dann ist die Ausgestaltung aber nur noch denen sind beteiligt oder stimmberechtigt, die auch an der Umsetzung beteiligt sind. Das ist bei Rüstungsprojekten dann natürlich zentral. So, und jetzt kommt sozusagen der buchstäbliche Preis, den die kleinen und mittleren Länder, die skeptisch waren, für diese Teilnehmer an PESCO zahlen müssen. Nämlich, wer bei PESCO teilnimmt, muss unterschreiben, 20 Teilnahmekriterien zu erfüllen und zu akzeptieren. Diese Teilnahmekriterien werden jetzt jährlich von der Europäischen Verteidigungsagentur evaluiert, sagt man so schön. Also es wird geguckt, ob dieses Rüstungskorsett adäquat umgesetzt wird. Und jetzt wird es ganz lustig, wenn die Verteidigungsagentur zu dem Ergebnis kommt, dass da nicht adäquat mitgerüstet wurde, dann ist es möglich, ein Land aus PESCO mit einer qualifizierten Mehrheit wieder rauszuwerfen. Das ist zumindest potenziell eine komplett andere Architektur der europäischen Militärpolitik, als wir es bisher hatten, und ein mächtiges Instrument, diese Kriterien einzuhalten. Ich dachte, gerade für einen Attackwagen ist der Vergleich ganz angebracht, den die Analyseabteilung des Europäischen Parlaments gemacht hatte, der diese Teilnahmekriterien mit den Maastricht-Kriterien, also den Konvergenzkriterien der Währungsunion verglichen. Nur dass es halt hier nicht um Abrüstung und Sozialabbau und Austerität geht, sondern um Aufrüstung und Rüstungszwang. Jetzt ist noch die entscheidende Frage, was gehört alles dazu? Was sind diese 20 Kriterien? Die lassen sich in drei große Teile gründen, wie sich diese europäische Militärpolitik neu aufstellen will. Ein Teil der Kriterien gehört zu CARD. Dort sollen die strategisch wichtigen neuen Militärprojekte erstmal identifiziert werden. Also europaweit muss man sagen, wir wollen nur noch einen Kampfpanzer, eine Eingreiftruppe, ein Amphibienfahrzeug etc. pp. In PESCO werden diese Sachen umgesetzt. Die Umsetzung über PESCO soll dann eben einen europäischen militärisch-industriellen Komplex herausbilden, der scheinbar so dann effektiver arbeiten soll. Und ganz hinterhältig finanziert wird der ganze Spaß dann von einem aktuellen, aufbaufindlichen neuen europäischen Rüstungsfonds, über den Milliardenbeträge dann zur Anschub dieser neuen Idee eines EU-Rüstungskonzeptes geleitet werden soll. Das ist also so die grundsätzliche Idee der neuen Architektur, wie man da hinkommen will. Machen wir die Punkte der einzelnen Teilnahmekriterien relativ zügig durch. Also zu CARD, der koordinierten jährlichen Überprüfung der Verteidigungsfähigkeit, nennt sich das genau. Also Identifikation und Bündelung strategischer Projekte, das ist jetzt direkt aus dem Ratsbeschluss vom Dezember. Also man verpflichtet sich an diesem Prozess teilzunehmen erstmal, wo die wesentlichen strategischen Rüstungsprojekte für die europäische Rüstungsbasis ausbalanciert werden. Dann verpflichtet man sich auf die Ausarbeitung harmonisierter Anforderungen. Gemeinsame technische Standards der Streitkräfte, ist ja klar, das sind alles Voraussetzungen, damit man ein gemeinsames Kampfflugzeug, ein Kampfpanzer etc. entwickeln kann. Gemeinsame Nutzung von Militärgerät und, das ist ein wichtiger Punkt, es wird festgehalten, dass alle PESCO-Projekte ausschließlich an europäische Rüstungsfirmen gehen. Also nicht an russische, auch nicht an amerikanische etc. Es geht um den Aufbau einer europäischen / deutsch-französischen Rüstungsbasis und nicht darum, irgendjemanden übersehen zu peppen. Das heißt sozusagen, da werden die Grundlagen gelegt. In PESCO werden sie durchgeführt. Alle Staaten, die bei PESCO teilnehmen, verpflichten sich darauf, mindestens eines dieser strategischen Rüstungsprojekte, das zuvor in diesem CARD-Prozess festgelegt wurde, mitzumachen. Das heißt, wir haben zumindest mal 25 Staaten, die sich da irgendwie jetzt
mehr oder minder einklinken müssen in eine von diesen Rüstungsgeschichten. Beiträge zu den EU-Kampfgruppen, substanzielle Unterstützung von EU-Militäreinsätzen und für uns ganz interessant, man verpflichtet sich darauf, ein beschleunigtes Engagement sicherzustellen und die nationalen Beschlussverfahren zu überarbeiten. Das sieht natürlich in Deutschland auf dem Parlamentsvorbehalt, der es zum Teil ein bisschen erschwert, möglichst schnell Truppen ins Feld zu schicken. Und der dritte Bereich, eben, der dann hier reinkommt, ist die gemeinsame Finanzierung dieser Projekte. Es soll einen Ausbau der Möglichkeiten einer Finanzierung von EU-Militäreinsätzen geben. Eine regelmäßige, das ist jetzt Zitat, regelmäßige, reale Aufstockung der Verteidigungshaushalte. Ich kann das persönlich nicht anders lesen als eine Verpflichtung, inflationsbereinigt den Haushalt jährlich anzugeben. Die Versuche, die Bundesregierung um eine Klarstellung zu bitten, sind bislang gescheitert, was das jetzt genau heißt, aber ich kann es nicht anders lesen. Das heißt, theoretisch hat eine kommissarische Bundesregierung unterschrieben. Hat die sich darauf verpflichtet, dass wir keine Kürzungen mehr des Rüstungshaushaltes außerhalb einer Wirtschaftskrise machen können? Da wird natürlich dann wieder über Bande gespielt, dann heißt es, wir müssen ja. Wichtig auch, man verpflichtet sich darauf, die Investitionsausgaben, also das, was in Rüstungsgüter und nicht in Sold oder Kasernen oder sowas fließt, auf 20% anzugeben vom Verteidigungshaushalt. Das ist zum Teil die ganze Menge. Deutschland ist gerade bei etwa 16, aber Belgien zum Beispiel bei 7%. Das muss also komplett umgeschichtet werden, dass mehr Equipment beschafft werden kann. Und man verpflichtet sich dann eben auf die Einbeziehung jenes europäischen Verteidigungsfonds, zu dem ich da immer ein, zwei Sätze sage. Schlussendlich das letzte Kriterium, alle Länder verpflichten sich dann eben diesen Evaluations- und Überprüfungsprozesses, dass sie diese Dinge einhalten, mit der Gefahr hingehen, eben am Schluss aus diesem neuen System hinausgeworfen zu werden. Man muss abwarten, wie das natürlich am Schluss dann, ob sie das durchkriegen, aber potenziell haben sie damit natürlich ein ziemlich raffiniertes und engmaschiges Rüstungskorsett geschnürt. Ob sie damit durchkommen gegenüber den anderen Ländern, ist eine andere Frage. Im März wurden die ersten PESCO-Projekte verabschiedet, die waren allesamt zum Teil noch nicht so spektakulär, aus Zeitgründen gehe ich da jetzt nicht drauf ein. Wichtig wird der 20. November, da wird die nächste PESCO-Projektrunde verabschiedet. Da wird dann die Frage sein, zum Beispiel, ob das vereinbarte deutsch-französische Kampfflugzeug da reinkommt, ob der deutsch-französische Kampfpanzer da reinkommt. Die Eurodrohne wird relativ sicher sein. Wir reden hier also über die großen Rüstungsprojekte. Unter deutsch-französischer Führung und Deutschland und Frankreich stellen sich das so vor, dass alle anderen Länder zahlen und ihre Rüstungskonzerne, soweit sie noch welche haben, dann nur noch in Zulieferformen dann sind sie. Und um diesen Prozess zu motivieren eben, hat man diesen Europäischen Rüstungsfonds aufgelegt, der für sich selber nochmal in ganz eigener Form spektakulär ist, weil ich halte ihn für komplett illegal. Im Vertrag von Lissabon, also dem Grundgesetz auf EU-Ebene, ist es relativ simpel. Die Ausgaben im Zusammenhang mit der EU-Militärpolitik gehen zulasten des Haushalts der Union oder der EU-Außen- und Sicherheitspolitik, mit Ausnahme der Ausgaben aufgrund von Maßnahmen mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen. Das ist eigentlich sonnenklar, dass ich keinerlei Militärausgaben aus dem EU-Haushalt bezahlen darf. Dachte ich zumindest lange. Die ersten Planspiele sind dann schon November 2016 rausgekommen. Jetzt ganz frisch hat die Union, die Kommission im Juni 2018 sowohl die Einrichtung dieses Rüstungsfonds in abgeschwächter Form für 2019-20 beschlossen, als auch einen neuen Haushalt für 2021-27, wo die Europäische Union das erste Mal einen voll ausgebauten Rüstungshaushalt bekommen wird. Und wer sich dann fragt, ja, wie geht es denn damit zusammen, das hat man recht interessant gemacht. Dieses Verbot bezieht sich ausschließlich auf die EU-Außen- und Sicherheitspolitik. Und die Kommission sagt jetzt, ja, dieser Rüstungsfonds ist ja zur Wettbewerbsförderung. Und das Verbot bezieht sich tatsächlich nicht auf Industriepolitik. Und damit meine die Kommission, da durchzukommen. Man versucht es tatsächlich zu prüfen, weil es ist aberwitzig eigentlich. Wissenschaftliche Dienste des Bundestages fand ich nicht, der fand es völlig plausibel. Ist es aber eigentlich nicht. Zuletzt noch eine Kenngröße, was jetzt im Juni verabredet wurde. Haushalt 2021-27, Vorschlag der Kommission
Mikewe setzte nationaler Art für die Beschaffung und Erforschung von Rüstungsgütern 48,6 Milliarden. Das sind 14% der nationalen Rüstungsausgaben. Also das ist nicht so wenig. Neu dann hinzugekommen ist der Posten militärische Mobilität. Das ist für das, was man als Military Schengen bezeichnet, also für die schnelle Verlegefähigkeit nach Osteuropa, haben wir im Augenblick, also wir haben Schwierigkeiten, weil die militärischen Lasten zu hoch sind. Brücken tragen und schwere Geräte etc. Deswegen schichtet man aus Infrastrukturtöpfen für Osteuropa das jetzt in militärische Infrastrukturmaßnahmen um. Und ganz neu auch die Friedensfazilität, die wurde rausgegliedert aus dem Haushalt, aber mit ihm verabschiedet, mit 10 Milliarden. Damit sollen dann EU-Militäreinsätze tatsächlich finanziert werden, und zwar von allen Staaten, unabhängig davon, ob sie mitmachen oder nicht. Das fördert sozusagen die Mitmachbereitschaft, weil bisher mussten nur die zahlen, die einen Einsatz auch teilen. Was ich aber noch ein, zwei Minuten habe, Willi, würde ich noch gerne ein, zwei abschließende Bemerkungen machen zu den Widerstandsoptionen. Die USA sind keine Widerstandsoptionen. Ich glaube, aus meiner Warte aus, Trump hin oder her, da wird wenig kommen. Die USA sind Gott froh im Augenblick, und zwar in der gesamten Breite des Spektrums, wenn die Europäische Union sich rüstet und vor allem in Afrika selber was übernimmt. Osteuropa ist was anderes, das wird auch Jahre noch NATO-Geschichte bleiben, aber da sehe ich wenig. Andere Sache ist, dieses deutsch-französische Führungsduo funktioniert bei weitem nicht so reibungslos, wie sie es gerne hätten. Es gibt Hauen und Stechen um die Führungsrolle bei den jeweiligen Projekten. Da kam es jetzt aber bei der IGA zu einem großen Package-Deal. Dassault soll die Führung über das Kampfflugzeug übernehmen, Airbus den Zugunternehmer spielen, dafür kriegt Airbus die Eurodrohne und den Kampfpanzer. Beziehungsweise andere deutsche Konzerne wie Kampfpanzer. Also da schnürt man gerade zusammen. Der Wille ist groß, bei beiden Ländern habe ich den Eindruck, da frühere industriepolitische Reibereien erstmal für das große ganze Rüstungsunionsvorhaben zurückzustellen. Der eigentliche Knackpunkt wird natürlich die große Frage sein, wie stellt sich das oder schaffen es Deutschland und Frankreich, dieses Projekt gegenüber den kleinen und mittleren Staaten zu drücken. Da scheint man gerade vor allem im Bereich von Geld viel zu versuchen. Also vor allem kleine und mittelständische Unternehmen im Rüstungsbereich da zu fördern etc. Kann man aber sehr gut vorstellen, dass es dort zu erheblichen Absatzbewegungen gegenüber diesem Projekt kommen wird. Meine eigene Befürchtung ist aber, dass gerade die Länder wie Polen etc. das, was hier aufgestellt wird, zu einem weiteren Erstarken von autoritären EU-skeptischen Strukturen führen wird und eben nicht zu einer progressiven und linken Kritik an der EU. Ich glaube, deswegen sind wir viel mehr noch aufgefordert, dass wir endlich es schaffen, auch von linker Seite hier an dieses Projekt auch ranzugehen und einen Fuß in den Bein auf den Boden zu kriegen. Und da ist noch, das ist meine letzte Bemerkung, da finde ich es unglaublich enervierend, dass innerhalb von teilweise noch anschlussfähigen Spektren in Deutschland der EU-Kritik abprallt wie Teflon. Wir haben das Phänomen in Deutschland, aber europaweit, Deutschland vor allem, wir haben eine hohe Ablehnung gegenüber höheren Rüstungsausgaben, wir haben eine hohe Ablehnung gegenüber deutschen Militäreinsätzen und damit brüstet sich die Kommission, wir haben eine etwa 75-80%ige Zustimmung gegenüber dem Ausbau der europäischen militärischen Strukturen. Und das hängt, damit möchte ich aufhören, ich glaube, mit drei Mythen zusammen, die absolut erfolgreich in der Bevölkerung verankert wurden. Erstens, ein Ausbau der Militärintegration würde Geld sparen. Das ist nun mal einfach nicht der Fall. Wenn Geld gespart wird, wird er definitiv in den Ausbau von Kapazitäten gesteckt und nicht in eine Umschichtung in sozial sinnvolle Maßnahmen. Zweiter Punkt ist, mit der EU und mit der Überwindung, vermeintlichen Überwindung nationalstaatlicher Armeen, wird eben ein Friedensprojekt immer noch assoziiert. Das ist nicht der Fall. Wir reden nicht von einer EU-Armee, wir reden von einer Rüstungsunion unter deutsch-französischer Führung. Das ist was anderes. Dennoch, und das ist der dritte Punkt, wird eine Integration oder eine weitere Integration der EU von vielen Teilen der SPD, vor allem den Grünen, per se befürwortet, weil man das per se
irgendwie progressiv findet und sei es im Militär. Weil man glaubt, damit kann man diesen nationalistischen, populistischen Strömungen, wie es dann aus der Ecke irgendwie hier heißt, das Wasser abgraben. Und genau das Gegenteil wird der Fall sein. Genau das Gegenteil von dem, was sie glauben, nämlich es wird die Zentrifugaltendenzen und die autoritäre EU-Kritik stärken an diesem Punkt. Ich glaube, an diesen Ecken müssen wir versuchen, diese Mythen so gut es eben geht, zu entsaubern. Ich freue mich sehr, dass zumindest diesmal auch im Attackrahmen das Thema auch ein bisschen prominenter gesetzt wird, weil ich finde, wir müssen schon in der linken Bewegung anfangen. Wir können uns nicht beschweren, dass über die EU-Militarisierung in den Medien so wenig geredet wird, wenn wir es eigentlich unter uns selber auch kaum tun. Ich glaube, das ist auch die Aufgabe, die man dann in den nächsten Monaten hat. Ich danke euch erstmal. Vielen Dank, lieber Jürgen. Wir fangen jetzt gerade erst an zu glauben, dass also die europäische Stabilisierung dann im Grunde genommen von den nationalen Investitionen in die Rüstungspolitik irgendwas abkriegt, dass man das sozusagen ergänzend macht, wird gar nicht wahrgenommen. Also wir werden erleben, dass die Debatte um 2% NATO-Rüstung jedes einzelnen NATO-Staates ergänzt wird durch wie du jetzt geschildert hast, 48 Milliarden zusätzliche Investitionen bis 2027. Das heißt, wir haben es damit zu tun, dass wir die Hochrüstung jetzt eher multiplizieren als im Grunde genommen ersetzen. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir zusätzliche Mittel im Grunde genommen in die Rüstungsproduktion und vor allem natürlich in die Infrastruktur setzen, weil das Kampfgebiet ist relativ klar definiert. Wenn ich mir die Übungen der letzten Wochen ansehe und die martialische Ausstattung der NATO, die sich nach Osten wendet und natürlich vor den Toren Russlands jetzt sich erstmal festgesetzt hat, damit also auch dieses Feindbild, das sozusagen ideologisch gepflegt wird, natürlich nochmal eine ganz große Rolle spielt. Es verfängt hier in der Bundesrepublik noch nicht so, sage ich, in der linken Szene das, was die Friedensbewegung geschafft hat, war, dass wir eine gewisse Widerständigkeit gegen Rüstungspolitik und gegen Kriegspolitik haben. Das ist nach wie vor ein Erfordernis, das wir weiter pflegen müssen, das wir weiter stabilisieren müssen. Aber es geht natürlich darum, dass das Feindbild anfängt, auch zu nagen an unserer eigenen Position. Und deshalb die Frage ganz konkret, Boris, wie feindlich ist denn dieses Russland? Boris spricht Englisch, deshalb diejenigen, die zuhören müssen über die andere Sprache, müssen sich die Kopfhörer jetzt dann aufpassen. Dankeschön, Boris, das ist vielen Dank. Okay, I want to start with one quotation, which is very recent, and it's very impressive, especially given the fact who is speaking. So, well, the quotation will probably look quite horrible, if we just think about its substance, and then I'll tell who is speaking. So, Russia now has three tasks, not we, meaning Russia. We now have three tasks. First, we have to create new generation of atomic weapons. Second, we have to modernize our army. Third, we have to protect our population from the diabolic influence of the West. I'll show you. Who is speaking? It is from a speech of a recently appointed governor of St. Petersburg. Actually, as you can imagine, the job of a governor of St. Petersburg has nothing to do with either producing atomic bombs or modernizing the army. Maybe he can try to protect the minds, the brains of Russian youth from Western influence within St. Petersburg proper. But this is also a little bit strange. So, this tells you something about this terrible Russian threat. Because one of the problems with the so-called Russian threat is that there is a lot of political demagogy oriented towards domestic consumption. And of course, in the West,
they often like to quote, to repeat all these statements, but it's very important to understand that a considerable part of these statements have only ideological or propagandistic value and doesn't mean anything, just nothing. It means nothing. Just giving you another very telling example, as you remember during the electoral campaign of President Putin in February, Putin made a very important speech. He spoke to the joint meeting of the Federal Assembly and a few other institutions, so there were quite a few people, I think about 1,000 people, different bureaucrats and deputies of different levels, listening to him, and he said that Russia created, I stress it, it's not creating, it created a new generation of weapons, which is really something like Wunderwaffe. This is just magic weapons, which no one in the world ever has and will never have. Like a missile, a cruise missile, which is powered by nuclear energy and will fly all around the world to hit its target. And of course he was showing cartoons on the screen, showing how that is going to work, how that was going to work, and the cartoon was really horrifying because it was showing a missile starting, actually being fired from somewhere around Voronezh, flying around the world and finally hitting Voronezh. Which was a bit horrifying, especially for the people of Voronezh, was the purpose of creating a Wunderwaffe which is going to bomb ourselves. Actually, when this was said, nuclear scientists were really furious because they said this kind of nuclear engine for a cruise missile is scientifically not possible. Actually, both Soviet Union and the United States made some experiments and made some research already in the 1950s, and both countries dropped these ideas because that was actually impossible. Then some military officials said, well, yes, Putin made a statement a little bit too strong because we were thinking of developing such weapons and probably going to do that after 2024. 2024, stress it, is the time when Putin is going to leave his job. So that says, Putin is going to check whether it's going to be done or not. Finally, they said, yes, we did some research. We had an experiment with this missile, but without the engine. So how can this engine be tested without being in existence is not very clear. Finally, if we speak about the actual Russian military production, again another example is a famous Armata tank. It's a new modern tank system, which at least on paper looked extremely powerful, and the idea was to generate and to produce a new generation of tanks, which are half robotized, and the whole firing, the whole cannon system is kind of robotized. So the tower, the turret, is supposedly autonomous from the people inside the machine, and they have even shown this tank on the Red Square during the parade of the 9th of May, which is the Victory Day parade. Then the problem happened that the turret was actually empty. It was just like a toy. It was no more real than a toy you can just design for children. Now the project is gone. It's finished, it's stopped. They decided not to do it.
But don't think it's so easy, because they have already stolen quite a lot of money in the process. So the money disappeared. Billions of rubles disappeared. Nobody knows where the money went. So, is this kind of country a real threat to Western societies? I personally doubt it. I think that this kind of government and this kind of establishment is a real threat for ourselves. There is no doubt about it. Well, they lie. They steal. They steal huge amounts of resources and money from the budget. They are now developing huge police complex, including the so-called Russian Guard, Rosgvardia, this new internal army, which is basically oriented to suppressing domestic unrest. It's called the whole Second Army, which is unlike Armada tank, it's absolutely real, and which was already in action this summer, suppressing protests against pension reform. By the way, they're developing specific weapon systems to fight civilians, to fight popular unrest and demonstrations. They're now discussing how you can use high-tech military equipment specifically designed to attack or confront demonstrators. And this time probably is going to be real. And in this sense, yes, the problem is there. But again, I stress it's not so much the problem for people outside Russia. It is very much a problem for people inside Russia. And definitely something has to be done with this government, which is getting increasing out of control, even according to the opinion of many people who are inside this very same government, because the level of corruption is reaching the scale which can be characterized by the terms like kleptocracy, the rule of thieves, where you first have to think how much you can steal from a project and then you decide whether this project is going to be accepted or not. If you can't steal enough from the project is not going to be accepted. So that's how the decisions are made. Well, as I told you, we as Russians, we have to do something about it. But I don't think it's a big problem for Western societies, and I don't think it's a real threat for Western societies. Ja, vielen Dank, lieber Boris. Wir haben natürlich auch so eine Debatte, dass bei uns die Soldaten keine warmen Socken haben, Winterkleidung funktioniert und die Unterhose sind auch nicht da. Die U-Boote funktionieren auch nicht und die Hubschrauber gehen auch nicht hoch. Aber wir erleben natürlich real, dass die russische Armee durchaus militärisch erfolgreich in Syrien präsent ist. Also wir wollen das ja nicht ganz ausblenden, dass da sozusagen eine Armee auch wirklich funktioniert. Das muss man nochmal festhalten. Deshalb kann ich verstehen, dass, wenn wir über Abrüstung reden, wieder auch andere Debatten hochkommen hier bei uns. Also die Frage der 70er Jahre, Entspannungspolitik, Helsinki-Prozess, die kann man im Grunde genommen wieder auf einen Entspannungsweg und eine Demilitarisierung eingehen. Aber wir erleben natürlich auch hier in Europa ganz andere Blickwinkel auf die entscheidenden Kriegsgeschehnisse, die wir rundum erleben. Und da gibt es so ein Spannungsfeld, das der Jürgen schon mal angedeutet hat, wie groß das Einzugsgebiet einer zukünftigen europäischen militärischen Intervention sein soll. Und eines dieser Gebiete ist natürlich für uns irgendwie noch nicht nachvollziehbar, weil auch die Bundesrepublik da kaum präsent ist in dieser ganzen Debatte. Da geht es um diese scheinbare Beziehung zwischen Russland und der Türkei, die sich im Grunde genommen irgendwie miteinander arrangieren, indem sie in Syrien versuchen, sozusagen ihren Teil oder Anteil ihres jeweiligen Einflussgebietes zu militärisch zu sichern, sage ich mal vorsichtig, oder, und ohne zu unterstellen, dass also Russland dort tatsächlich
interventionistische Absichten. Ne? Aber sie sind dort präsent und scheinbar ist die Türkei im Grunde genommen ein militärischer Partner mit Russland in Syrien zurzeit. Da geht es um die Frage, wie wird der Korridor Idlib jetzt entmilitarisiert? Und da haben die russischen Freunde und die Iraner gesagt, lieber Erdogan, löst doch mal dieses Problem für uns, indem du einen Korridor in Idlib dort gestalten kannst. Wie sieht die militärische Option aus türkischer Sicht aus und wie ist der Widerstand in der Türkei selbst einzuschätzen? Auch die Rolle von Erdogan, sage ich, ein bisschen einen Blick dafür kriegen, mit welcher Konstellation wir es da zu tun haben. Jörg. Dafür darf ich Stunden diskutieren und das ist ja immer noch nicht genug. Ich werde deswegen versuchen, stichwortartig auch vielleicht eine Analyse zu machen. Also türkisch-russische Beziehungen, als erstes, Syrien ist ein Übungsfeld für die Großmächte in der Welt, auch in Regionalmächte, auch im Sinne der militärischen Auseinandersetzung des Armees. Und ich denke auch für Russland ist Syrien ein gutes Übungsfeld, wo sie seine Kapazität auch sieht und auch ausbauen und versucht. Dieselbe Situation ist auch eigentlich für die Türkei, aber als erstes, wir haben die Fragen, ist die Türkei in einem Abkopplungsprozess von der Westen zum Osten? Gibt es jetzt einen aktuellen Prozess von einem Abkopplungsprozess von Türkei von NATO? Nein, Türkei ist und wird und auch in der Zukunft ein strategisches Partner und Teil des westlichen Welt sein, in dem Sinne. Es ist auch historisch, ökonomisch, sozial, auch gesellschaftlich ziemlich tief verankert in der 200 Jahre alten Geschichte der Türkei. Doch die türkische Staat versucht in diesen Monaten, in diesen Jahren, die Spannungsfelder zwischen USA und Russland für seine Zukunft, auszuspielen. Eine westlich zensierte Opposition wird natürlich strategisch nicht aufgegeben. Erdogan und nicht nur er insgesamt, der türkische Staatsestablishment will und versucht, diese Widersprüche zwischen USA und Russland und auch andere Mächte für eine ausgewogene Politik auszunutzen. Es gibt natürlich Beispiele, aktuellste Beispiel ist in Idlib. Türkei hat dort, ich denke, schon kurzfristig eine Zeit für sich geben können, aber das wird ihnen nicht helfen, dann Position in Syrien wieder auszubauen. Denn die Türkei hat auf einem falschen Pferd gespielt im Sinne der Syrien-Politik. Und er ist, der Staat war Teil der Verlierer in den ganzen Machtauseinandersetzungen in der Region und versucht, seine Position wieder zu stärken. Denn in den letzten Jahren, wo die Kurden ihre Position in Syrien und im Nahen Osten etablieren konnten, war die türkische Staat nicht imstande, das zu verhindern. Das ist auch zum Teil ein Resultat seiner Syrien-Politik gewesen. Sie haben zu viel sich dafür angesetzt und sehr viel auf den Spiel gesetzt, dass Assads Regime sehr schnell stürzen wird und sie wieder eine starke Position in der Region haben können. Sie sprachen damals von Wochen bis Monaten. Das wird höchstens Wochen bis Monate dauern, dass sie eine wieder neo-osmanische Politik in der Region ohne Hindernis führen konnten. Zum Teil war diese Politik, neo-osmanische Politik von der westlichen Mächte geduldet, toleriert, solange es ein Teil dieser moderate Islam-Politik der westlichen Mächte war. Wenn wir uns erinnern, als eine Art Barrikade gegen Radikalisierung in den Nahen Osten wurde diese Politik entwickelt vom moderaten Islam und die politischen Strömungen, die imstande sind, diese Politik weiter zu treiben und zu stärken,
wurde auch ziemlich stark unterstützt, unter anderem auch AKPs Gründungsprozess und die Unterstützung der westlichen Mächte, dass die AKP die Machtübernahme schaffen konnte, können wir uns erinnern. Und es war auch kein Zufall, dass Erdogan der Co-Vorsitzende von dieser Greater Middle East Projekt war. Und diese ganze Politik von moderater Islam, vertreten von Muslimbrüdern in verschiedenen Ländern und anderen AKP, ist der Teil der Muslimbrüder in der Türkei. Und diese ganze Unterstützung von westlichen Mächten, unter anderem Europa und Amerika, als ein demokratisches Strömung, Kraft, die Mittel, um die ganze Land zu modernisieren, zu demokratisieren. Das dauerte natürlich ein paar Jahre und dieses Zeitraum der AKP für sich ausnutzen und seinen Staat auch ausdehnen und etablieren. Aber so lange es rausgekommen ist, dass diese moderate Islampolitik viel mehr zur Legalisierung des ganzen Gebietes geholfen hat, als Opposite. So, es war das Ende dieses Politiks. Und seitdem hat auch die AKP diese Probleme mit den westlichen Mächten. Nicht, dass sie auf einmal entdeckt haben, dass der AKP nicht ein demokratisches Partei war. Ich denke, sie wussten das schon von Anfang an, was aus AKP herauskommen kann und wird. Und wie gesagt, dieses Politikwechsel ist auch ein Kehrtwende in jüngsten türkischen politischen Geschichte im Sinne der Krise des AKPs Erdogans mit der westlichen Mächte. Er versucht, in Macht zu bleiben und er hat es geschafft, weil er seine Koalitionspartner ändern konnte. Also, um das kurz zu fassen, ist ja nicht so einfach, aber wie gesagt, AKP hat diese Unterstützung genossen und als ein Apparat auch in dem Sinne gedient, und aber auch hat seine Kräfte, sozialen, politischen, ökonomischen Kräfte auch übertrieben und diese neo-osmanische Politik, der zum Teil geduldet werden wurde, hat auch seine Grenzen überschritten. Und da kam es auch zu Problemen im regionalen, eben auch internationalen Ebene. Und in diesem Prozess war die Gefahr für den türkischen Staat da, ausgeschlossen zu werden von den ganzen regionalen Machtkonstellationen. Auch innenpolitisch gesehen, zwischen den Jahren 2002 und 2010, zum Teil bis sogar 2013, das waren Jahre der Machtetablierung von AKP mit dem Koalitionspartner Fethullah Gülen, der eigentliche Partner, deren Unterstützung hat AKP stark benutzt, um die dualen terroristischen Staatsapparat zurückzudrängen. Aber es hatte auch ein Ende, denn soweit diese moderate Islampolitik zu Ende kam und die AKP einfach eine Wahl machen musste, seit 2013 gibt es in dem Sinne eine starke Krise. Es ist nicht nur eine regionale Krise, auch eine innenpolitische Krise. Wir müssen es so erinnern, dass die Jahre zwischen 2013 und 2015, das waren schwierige Jahre für Erdogan. Nicht nur die Regionalen, auch in der Innenpolitik. Das waren Jahre von Gezi-Protesten, der Aufschwung der gesellschaftlichen Opposition. Die Probleme mit dem ehemaligen Partner waren immer größer und größer und größer. Es war nicht mehr weiterzuführen. Und in diesen drei Jahren, von 2013 bis 2015, war Erdogans Position vielmehr in Verteidigung. Und konnte doch nicht verhindern, dass er am Wahlen 2015 im Juni die absolute Mehrheit dort verloren hat. Doch das war der Anfang einer neuen Koalitionsära. Da wurde Erdogan gezwungen, eine neue Koalition der Terroristen, der Armee, der historisch starken, des türkischen Staats anzunehmen.
wir legen zwei Feinde in Regionalpolitik her, die Polen natürlich, denn die türkische Armee war einfach nicht imstande, sich einzumischen. Und als ISIS nutzte nicht mehr sehr viel, wie was wir gesehen haben in Kobane Widerstand. Da musste auch direkt selber sich einschreiten, aber politische Möglichkeiten fehlten. Und zweitens natürlich, der Regierungsapparat in der Stadt wollte viel mehr die Kontrolle haben. Und die gemeinsamen Feinde, diese zwei politischen Kräfte, kamen zusammen für eine Art neue, wie sie auch sagen, nationale und lokale Koalition, um diesen Prozess zurückgängig zu machen. Die Jahre 2013 bis 2015 waren Jahre in Verteidigung für Erdogan, Jahre der Verluste. Doch nachdem sie diese Koalitionsvereinbarung auf die Beine stellen konnten, gegen Fethullah Gülen, gegen die kurdische Bewegung, insgesamt gegen die gesellschaftliche Opposition, die Jahre 2015 und 2018, wir sind immer noch in diesen Jahren, war ein absoluter Angriffsprozess gegen gesellschaftliche Opposition und auch eine aktive regionale Politik, um doch wieder am Tisch der Stadt teilnehmen zu können. Ganz unerfolgreich sind sie nicht. Also, die türkische Armee hat jetzt Gebiete in ihre Wirtschaft gezogen in Syrien und ist wieder zum Teil stark im Spiel. Versucht auch diese Position gegen die USA auszuspielen, nicht weil sie eine pro-russische Orientierung haben. Denn zum Beispiel, ein aktuelles Beispiel vom Anfang dieses Jahres, Afrin-Operation. Für viele war das eine Operation gegen US-Interessen, aber ganz im Gegenteil. Afrin ist nicht im Einflusssphäre von USA, sondern Russland. Mit Russlands Hilfe und Duldung konnten sie diese Operation machen. Aber niemand kann behaupten, dass die türkische Armee, die ja eine der wichtigsten Mitglieder von NATO ist, diese eroberte Gebiete zu nutzen der syrischen oder iranischen oder russischen Politik nutzen wird. Und im ganzen Gegenteil, das ist ein Mittel im Händen von Erdogan, um wieder in positiven Verhandlungsprozess mit der USA zu kommen. Das will ich auch, denke ich, nicht ändern. Da möchte ich auch mit ein paar Worten einen Fakt schildern. Wie gesagt, Türkei, türkische Staat, versucht nicht nur Erdogans Politik, das war auch immer historisch so. Das türkische Staat schon in den Zweiten Weltkrieg oder in den 60ern, in den 70ern, in den 90ern, hat man versucht, seine Position, ihre strategische Position, auszunutzen, um zwischen verschiedenen imperialistischen Mächten für sich mehr Spielraum zu erschaffen. Also es ist nicht Erdogans persönliche Politik, sondern eher eine Staatspolitik. Und er ist der stärkste Leader in der Türkei, der imstande ist, auch die Bevölkerung für die Deutschlandpolitik zu überreden und zu mobilisieren. Und in den militärischen Operationen in Zypern in den 70er Jahren. Ein Anekdote ist zum Beispiel, nach den militärischen Operationen, Eroberungsprozess der türkischen Armee, verhängte die USA einen Boykott, ein Embargo, militärisches Embargo. In den Jahren war die Türkei gezwungen, eine Fabrik aufzubauen, deren erstes Ziel ist, Räder für militärische Transporte, für Flugzeuge zu produzieren. Jetzt zum Beispiel in den letzten 3-4 Jahren ist zu vermerken, dass die türkische Waffenindustrie stärker wird, auch nach den Zahlen her, sogar bis zu 2 Milliarden Dollar an Waffen hat die türkische Waffenindustrie exportiert. Natürlich auch ein Detail, ist nicht nur ein Detail, dass die deutsche Waffenindustrie ist stark involviert in diesem Prozess. Aber insgesamt, Türkei als Staat
ist kein Puppetstaat und versucht, diese ganze internationale Auseinandersetzung zu seinen Gunsten zu versuchen. Und in diesem Prozess, in diesen Jahren, einer der wichtigsten Ziele des Staates, der neuen Islamischen, ist natürlich die innere die Opposition, die gesellschaftliche Opposition in der Türkei zu zersplittern, zu zerschmettern. Da bin ich der Meinung, trotz all dieser Kriegspolitik, Ausnahmezustand für mehr als 2 Jahre, diese Städtekriege im Jahr 2015, Afrin-Operation und viele andere, hunderte von Medien auch sind geschlossen, tausende von Vereinen und auch sind geschlossen, verboten, hunderttausende von Menschen sind ausgesetzt von den staatlichen Positionen. So, sogar in solch einer Position konnte Erdogan nur schwierig seine Machtposition halten und nur mit ein paar Prozent zum Beispiel die Wahlen für sich gewinnen. Aber es gibt immer noch und immer eine starke Opposition in der Türkei, nicht nur geprägt durch den kurdischen Movement, vielmehr auch ein linkes, starkes Bewegung ist in der Türkei. Und diese 50% Splitterung in der Gesellschaft, das ist auch in dieser 50% der Opposition, gibt es auch eine sehr starke Dynamik für eine demokratische Regionalpolitik. Nicht nur für den Demokratisierungsprozess der Türkei, sondern eher eine friedliche Politik des türkischen Staats, Lösung der kurdischen Probleme und auch Entmilitarisierung in der Region. Ich denke, wir sollten uns auf diese Dynamik setzen, denn und nicht viel mehr von diesen ganzen regionalen Hin und Her in Erwartung kommen. Vielen Dank, Herr Müller. Ich habe das immer bewundert, wenn ich in der Türkei war, wie gut da einfach präsent ist. Also auch irgendwie, wenn ich da in der HDP-Tagung in Bursa war, weil Bursa ist die Partnerregion Hessen, wir sind dann häufiger in der Region. Und wenn ich dann höre, dass die HDP in der Nein-Kampagne, wie gesagt, also sind zwar 60 Genossen gerade im Gefängnis, aber wir machen morgen die Aktion weiter, da muss man erstmal drauf kommen und sagen, ja gut, zu transportieren. Das ist sicherlich einer der Punkte. Ich wollte jetzt wieder zurückklappen, weil der Alarm sollte jetzt mal ein bisschen die anderen Blickwinkel, weil wir versuchen natürlich auch mit der deutschen Politik, die wir selber, die deutsche Politik, versucht im Grunde genommen dort Raum zu kriegen, wenn es um die Aufteilung, die Neuaufteilung der Region geht. Und wie ich weiß, sind die Franzosen schon da, wenn es in Syrien geht, aber mit mindestens, glaube ich, 2000 Soldaten, die dort scheinbar Anti-IS-Positionen bekämpfen, aber auch nicht die Kooperation mit den türkischen Formationen einnehmen, sondern sehr komplizierte Kriegssituationen, die im Grunde genommen eine Vorstellung dafür entwickelt, wie denn zukünftig die Kriege in der Region aussehen sollen, die durch diese Hochrüstungspolitik, die der Jürgen beschrieben hat, dann ausfällt. Wie siehst du das, die französische Politik als durchaus eine in der Tradition des Kolonialismus und wie sieht die Widerständigkeit aus? Seit 1,5 Jahren haben wir einen neuen Präsidenten, der sollte alles modernisieren, revolutionieren, renovieren und alles Schluss mit der alten Welt, es lebe die neue Welt und so weiter, modern, modern, modern. Gut, aber im Bereich der Verteidigungspolitik, im Bereich der Rüstungspolitik ist er bei der alten Welt geblieben. Er ist ein großer Anhänger der sehr alten Welt. Und es wurde ausführlich dargestellt von Jürgen Wagner, welche Rolle Frankreich spielt für die Militarisierung Europa. Aber dessen rühmt sich der neue Präsident. Er will eine Vorreiterrolle haben für die Militarisierung der EU. Und das ist seine Antwort, so sagt er, auf den Brexit. Das heißt, um Europa neu zu starten, um in Europa einen neuen Anfang zu geben, hat er nichts Besseres gefunden als die Militarisierung.
Militarisierung der EU und die EU-Armee und alles als Antwort auf die Krise dieser Europäischen Union. Das soll wahrscheinlich die Modernität sein. Nun, seine Verteidigungspolitik beruht, wie die seiner Vorgänger Sarkozy und Hollande, auf zwei großen Lügen, und diese zwei großen Lügen wirken noch in der französischen Öffentlichkeit, das wissen wir als Friedenskämpfer in unserem Land. Die erste große Lüge ist die Autonomie von der NATO. Diese große Lüge geht auf de Gaulle zurück. Im Jahre 1966 mussten die Amerikaner ihre Basen in Frankreich verlassen. Alle Franzosen, also in diesem Alter, erinnern sich daran. Ich selbst habe das erlebt als Kind. Meine Tante hat einen GI geheiratet. Ja, gut, sie mussten dann nach Deutschland. Übrigens wurden sie alle nach Deutschland verschleppt, die armen Amis. Und seitdem also bleibt diese Idee, dass Frankreich ihre Autonomie innerhalb des westlichen Lagers behaupten kann. Und Macron will diese Idee auf die EU übertragen. Das ist natürlich eine Lüge. Es wurde gezeigt, wie involviert die EU-Politik in die NATO ist. Es gibt keine Autonomie von der NATO, das ist gerade das Gegenteil. Frankreich folgt ganz treu der Politik der NATO für die Rüstung, für die Teilnahme an den Manövern und alles. Seit Sarkozy ist Frankreich wieder in den militärischen Strukturen der NATO, was nicht der Fall war unter de Gaulle. Und Frankreich betreibt dieselbe Politik. Ich will nicht viele Zahlen geben, aber das Rahmengesetz für 2019 bis 2025 sieht vor 295 Milliarden Euro Militärausgaben für Frankreich. Das bedeutet 10 Milliarden mehr jedes Jahr bis 2025. Und das Ziel ist die 2% Bruttosozialprodukt, wie die NATO es will. Die zweite große Lüge, weil Frankreich eine Atommacht ist, ist, dass die Atomwaffe, das Atomarsenal, die Lebensversicherung für Frankreich ist. Und diese Idee ist schwer zu bekämpfen, das müssen wir leider anerkennen. Viele Leute glauben immerhin daran, aber der Zweifel, wächst in Frankreich. Zuerst, weil es riesige Summen kostet. Und warum sage ich, der Zweifel wächst? Es gab eine Umfrage in der katholischen Zeitung La Croix in Zusammenarbeit mit der französischen Friedensbewegung. Und da sind 73% der Franzosen dafür, dass Frankreich den neuen Vertrag zum Verbot der Atomwaffen unterzeichnet. Das war eine Überraschung, dass so viele Franzosen. Natürlich waren nicht alle Fragen oder nicht alle Antworten so interessant für uns, aber diese, dass Frankreich doch diesen Weg nehmen sollte, diese Idee wächst. Und das liegt auch daran, dass zum Beispiel der frühere Verteidigungsminister Poliquilès aus der Sozialistischen Partei jetzt die Abschreckungspolitik total in Frage stellt. Er sagt, wie sein Kollege Nick Harvey aus Großbritannien, wir schrecken niemanden ab mit unseren Atomwaffen. Die Abschreckung ist reine Lüge. Und dagegen, das kostet riesige Summen in einer Zeit, wo Rentensystem, wo
wo Gesundheitssystem und alles reformiert wird, modern, modern, und wo alles auf Kosten natürlich der Sozialpolitik vorkommt. Überall sparen, nur in der Armee nicht, sodass der Präsident der Reichen, wie er benannt wird bei uns, auch der Präsident der Militaristen ist. Aber das ist der. Die Atomwaffe in Frage stellen, dafür, also ich will nur das zur Information geben. Nächstes Wochenende werden wir, die Pazifisten, neue Kundgebungen an den neuen Orten des Verbrechens, wie wir sagen, organisieren. Das heißt, da, wo die Atomwaffenpolitik betrieben wird, die U-Boot-Base in der Bretagne, die Flugzeugbase bei Marseille und auch die Ministerien und alles und die Forschungszentren. Ja? Und auch habe ich heute im Workshop erzählt, dass zum ersten Mal seit 50 Jahren eine parlamentarische Untersuchungskommission eine Bilanz der Atomwaffenpolitik ziehen will. Zum ersten Mal wird sich das Parlament mit dieser Frage beschäftigen. Das kann unerhört erscheinen hier in Deutschland, aber bei uns ist die Verteidigung allein Sache des Präsidenten. Das Parlament hat damit nichts zu suchen. Und das war nur wegen der riesigen Summen für die kommenden Jahre, die zu dieser Untersuchungskommission geführt hat. Also diese Untersuchungskommission wird nicht alles revolutionieren. Die zwei Präsidenten, einer ist Gegner, ist ein Feind und der andere ist für die Atomwaffe, sodass der Bericht am Ende nicht akzeptiert werden wird. Aber immerhin, zum ersten Mal spricht man in diesem Parlament von der Atomwaffe in unserem Land. Und der Konsens also existiert immer weniger und das ist eine gute Sache, eine umso bessere Sache, dass das betrifft auch Europa. Das wird die französische Atomwaffe im Rahmen der europäischen Verteidigung. Einige sprechen davon, sie zu teilen, also Bomb-Sharing oder solche Dinge. Das ist eine Frage, die uns alle angeht. Und die auch die große Frage, die für uns bleibt, ist mit natürlich eine alternative Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Und da appellieren wir an den Geist von Helsinki, sprich von der Konferenz 1975 in Helsinki, die für eine neue Sicherheitsstruktur für ganz Europa, das ist nicht nur die EU, und die Charta von Paris, die im Jahre 1990 adoptiert wurde, ist inzwischen völlig vergessen worden. Wir wollen diesen Geist wiederfinden, wir wollen dafür Politiker gewinnen, dass man zurück zu diesen Prinzipien von Helsinki kehrt. Das nennen wir Helsinki 2, man kann das anders nennen, aber für eine paneuropäische Sicherheitsstruktur. Ich glaube, das ist die Zukunft für Europa und das soll Gegenstand unserer Aktionen für die kommenden Jahre, um eine Alternative darzubieten. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Lange. Afrika ist nicht aufgeteilt. Aber für den Fall gesagt, wir haben Libyen, wo im Grunde genommen natürlich die Frage steht, wie sich die Europäer dort sozusagen als Bevollmächtigte dort einbringen. Die Wege sind kurz beschrieben.
sicherlich wird man über Afrika nochmal ganz neu nachdenken müssen. Ich habe immer gesagt, die haben nicht mal einen Wiener Kongress gehabt, um die Grenzen neu aufzuteilen und selbstständig sozusagen mal darüber nachzudenken, wie denn dieses Afrika aussehen soll in den verschiedenen Staaten und Regionen. Das ist sicherlich auch nochmal so ein Punkt, der sicherlich zu großen Verunsicherungen führt. Aber ich will das nicht dramatisieren. Ich will dabei bleiben, dass wir im Grunde genommen in Europa eine Politik versuchen müssen, die darauf abzielt, wieder Vertrauen herzustellen, dass also die Russen nicht nur der Feind sind, sondern tatsächlich zum Partner wieder werden. Die Kooperation, die ich immer noch mehr wünsche, dass also die Türkei sich einbezieht in eine europäische Landschaft in der Gestaltungsfrage einer europäischen Politik, die dann natürlich auch Afrika und die Region des Nahen Ostens im Blick hat, denn ohne eine Verständigung in diesem Bereich werden wir sicherlich nie weiterkommen. Ich will jetzt die Russen da den Versuch zu machen, weil es ist immer zu knapp, wenn man sich hier zusammensetzt. Wir müssen in 20 Minuten hier weichen, weil die nächste Gruppe hier reinkommt. Deshalb, wir versuchen einfach mal zusammenzufassen, ob es geht. Werden wir sehen, dass wir hier beurteilen können, wie wir sozusagen den Einstieg in eine Debatte des Widerstandes versucht haben. Ich rate allen, die weiter und intensiver diskutieren wollen, das erste Dezemberwochenende werden wir hier in Kassel auch wieder 2 Tage Zeit haben, darüber zu diskutieren, wie die Strukturen für den Widerstand aussehen können und wie die Lage zu beurteilen ist. Da werden wir sicherlich ein bisschen mehr Zeit haben, auch in Workshops etwas tiefer das zu debattieren. Deshalb zunächst mal der Versuch, hier das zusammenzufassen. Ursula, gelingt das? Ich werde mein Bestes tun. Das Problem, denke ich, wir müssen daran denken, dass wir in diesen Veranstaltungen immer nur einen Auftakt machen können für weitergehende Diskussionen. Und dazu sollen jetzt auch mal meine Punkte dienen, die ich zusammengestellt habe, die selbstverständlich alle mit Material unterfüttert werden müssten, ausgeführt werden müssten, differenziert werden müssten. Aber um sozusagen eine Linie da reinzubringen, scheint es mir wichtig, die groben Züge erstmal zu charakterisieren. Denn bisher ist in der gesamten Diskussion um Europa der Aspekt Militarisierung viel zu kurz gekommen. Denn wenn kritisiert wurde, wenn an Europa kritisiert wurde, dann ist es in erster Linie der neoliberale Grundkonsens, das Demokratiedefizit, die Bürgerferne, bürokratische Auswüchse und vor allen Dingen in letzter Zeit die Hinwendung zu Nationalismus und Rechtspopulismus. Es gibt bisher noch innerhalb der EU keine breite Diskussion über Perspektiven der EU. Und ich denke, unser Beitrag sollte sein, dazu zumindest erste Überlegungen zu liefern. Es gibt einige Überlegungen in vielen Veröffentlichungen im außerparlamentarischen Bereich. Das letzte Manifest, das aus Deutschland, Frankreich zusammen produziert wurde, Europa neu begründen. Wir haben aber viele Vorgänge bis in die 90er Jahre hinein, die immer davon gesprochen haben, wir müssen ein demokratisches, friedliches Europa neu gründen. Bisher ist es immer bei diesen Ankündigungen geblieben. Nach den offiziellen Darstellungen soll Europa als Friedensprojekt wahrgenommen werden, das ausgerichtet ist am Wohlstand aller seiner Einwohner. Zum Gründungsmythos der EU gehört die Verständigung von Deutschland und Frankreich als vormaligen Erzfeinden. Was treibt aber die europäische Außenpolitik dazu, neben der NATO eine zusätzliche Streitmacht aufzubauen? Es besteht immerhin ein Widerspruch. Im Ernstfall ist einerseits vorgesehen, dass diese beiden Streitmächte zusammenarbeiten. Andererseits strebt die EU nach europäischer Autonomie. Also hier ist zumindest erstmal ein Widerspruch im Verhalten festzustellen. Die Aussöhnung zwischen Frankreich und Deutschland ist heute dadurch charakterisiert, dass die beiden Länder die dominierenden Militärmächte in der EU sind. Die beiden Länder versprechen sich einen größeren Handlungsspielraum, vor allem gegenüber den USA. Als
Argument dient die angenommene Bedrohung aus dem Osten, im Wesentlichen sprich Russland. Es werden Anstrengungen unternommen, die darauf hinauslaufen, die EU zu einer Verteidigungsunion, Ausdruck von Ursula von der Leyen, auszubauen. In Übereinstimmung mit ihr hat Jean-Claude Juncker im September 2016 festgestellt, man müsse einen europäischen Verteidigungsfonds einrichten, mit dem Hinweis, Europa müsse Härte zeigen. Dies gelte insbesondere für die Verteidigungspolitik. Eine starke europäische Verteidigung brauche eine innovative Rüstungspolitik. Deswegen würde ein europäischer Verteidigungsfonds gegründet. Kollege Wagner hat dazu ja einiges gesagt. Diesem Ziel ist man im November 2017 mit der Unterzeichnung dieses PESCO-Dokumentes, also der permanenten strukturierten Kooperation, näher gekommen. Es geht vor allem um strategische Autonomie, das heißt mehr Selbstständigkeit gegenüber den USA. Großbritannien hatte dies vor dem angekündigten Brexit blockiert. Und der Zeitpunkt hängt sicherlich damit zusammen, dass der Brexit angekündigt wurde. In dem Maße wurde der Einfluss Großbritanniens innerhalb der EU ja geringer. Obwohl diese Verteidigungsunion tiefgreifende Konsequenzen für die Mitgliedsländer hat, ist dieses Dokument ohne die Beteiligung der jeweiligen nationalen Dokumente erarbeitet und verabschiedet worden. Das heißt auch ohne die Zustimmung der Bevölkerung in den einzelnen Ländern, ein entscheidender Hinweis auf das Demokratiedefizit der EU. Wie kann nun eine Politik von links aussehen? Es geht darum, entscheidende Aktivitäten, die als friedens- und sicherheitsstiftend und human erscheinen, schlicht und damit begründet werden, dass dies eine Verbesserung für die Lebens- und Arbeitssituation der in den einzelnen Nationen lebenden Menschen auf ihren wahren Gehalt hin zu überprüfen. Alain hat schon auf einige Lügen hingewiesen, die damit verbunden sind. In der Regel werden Formulierungen gewählt, die scheinbar im Konsens mit der öffentlichen Meinung sind, um diese Politik durchzusetzen, deren wahren Gehalt wir immer wieder verdeutlichen müssen. Dazu bedarf es sehr großer Anstrengungen, denn es ist wirklich ein Schwimmen gegen den Strom. Dazu muss die Öffentlichkeit Informationen erhalten und die Mobilisierung breiter Kreise der Bevölkerung müssten damit verbunden sein. Also uns muss es gelingen, da eine kraftvolle Bewegung hinzukriegen in allen Staaten nach Möglichkeit. Ich will jetzt nicht auf die ganzen Schwierigkeiten und Hindernisse eingehen, kommen wir wieder in so eine ganz dramatisch traurige Debatte, wie schwierig das alles ist und ob man dann eigentlich überhaupt anfangen soll, wird dann sehr häufig, oder führt dann häufig zu großer Verunsicherung. Ich habe mal 7 Punkte herausgewählt, um zu zeigen, wie eine solche Argumentation aussehen könnte. Das Image der EU als zivile und vor allem als ökonomische Organisation soll durch die Verknüpfung von militärischer und ziviler Macht verprägt werden. Auch da haben wir schon einiges gehört. Der Ausbau der Infrastruktur spielt dabei eine wesentliche Rolle. Begonnen hat es, als Truppen der USA nach Polen und in die baltischen Staaten verlegt werden sollte und die vorhandene Infrastruktur sich als völlig unzureichend herausstellte. Mit dem Ausbau der Infrastruktur in Polen und den baltischen Staaten, dem transeuropäischen Transportnetzwerk, sollte die militärische Mobilität verbessert werden. Begründet wurde diese Aktion aber mit dem Argument, ziviler Entwicklungshilfe zu leisten und zum Teil auch aus diesen Töpfen bezahlt werden. Zweitens, der Schulterschluss mit Frankreich vor 2 Jahren wurde als ein weiterer Schritt zur Aussöhnung gefeiert. Er wird eingeleitet durch eine deutsch-französische Rüstungsinitiative, um ein neues deutsch-französisches Kampfflugzeug bis 2040 zu entwickeln, das
bis es in die Produktion geht, ungefähr 80 Milliarden Euro kosten wird. Frankreich und Deutschland unterstreichen ihren Führungsanspruch innerhalb der EU. Dies ist Teil jenes jetzt von Zitat von Emmanuel Macron neu gegründeten Europas. Schließlich soll der Ausbau einer gemeinsamen Interventionsmacht dazu beitragen, dass Europa künftig über eine autonome Aktionsfähigkeit verfügt. Drittens, die deutsche Verantwortung. Statt nach dem Kriegsende 1945 und spätestens seit 1949 günstigen Bedingungen für Frieden und Entspannung auszubauen, gewann in verhängnisvoller Weise der Antikommunismus die Oberhand. Die Vorstellung der USA, die kapitalistischen europäischen Länder als Bollwerk gegen die UdSSR und ihre Verbündeten auszubauen, wurde durchgesetzt, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, dass Europa aus 40 Staaten einschließlich Russland besteht. Formulieren wir also positiv, worin kann die deutsche Verantwortung bestehen? Nicht in Abschottung und Aufrüstung, sondern in dem Vorsatz, dass von Deutschland Frieden ausgehen muss. Das darf keine Formel bleiben, sondern muss inhaltlich verbindlich umgesetzt werden. Die ökonomische Stärke Deutschlands verpflichtet dazu, alle Völker zu respektieren und weniger entwickelte oder von Kriegen zerstörte Länder zu unterstützen. Dazu gehört es vor allem, dass die deutsche Waffenmafia zu entmachten und keine Waffen, vor allem nicht in Kriegsgütern wie den Jemen, Saudi-Arabien etc. zu liefern. Viertens. Das bisherige Ergebnis der militärischen Einsätze ist entgegen aller Beschwörungen, ausschließlich dem Frieden zu dienen, alles andere als friedensstiftend. Die USA als Ordnungsmacht mit militärischen Befugnissen, auch die demokratisch nicht legitimiert sind. Ich zähle sie nicht im Einzelnen auf, verweise nur auf die Türkei und die Lieferung von Panzern und anderen Rüstungsgütern. Seit Jahrzehnten führt die Türkei einen Krieg gegen die eigene Bevölkerung, vor allem im Osten der Türkei, auch mit deutschen Waffen. Ihr Eindringen in Syrien und die Besetzung von Afrin ist weder Peacekeeping noch Peacebuilding. Fünftens. Deutschland hat bisher nicht nur keinen Beitrag zur atomaren Abrüstung geleistet, sondern ist auf Verhandlungen über den Atomverbotsvertrag ferngeblieben. Deutschland duldet nach wie vor die Stationierung von Atomwaffen in Büchel und unternimmt nichts, um die zweifelhafte Rolle der Flugbasis in Rammstein zu beenden. Die europäische Sicherheit gilt als oberstes Prinzip für die Bürgerinnen und Bürger. Dem wird mit einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen den EU-Mitgliedstaaten Rechnung getragen. Dazu wird ein europäisches Programm zur industriellen Entwicklung im Verteidigungsbereich aufgelegt. Die Sicherheit wird ausschließlich militärisch definiert. Mit dem Programm zur industriellen Entwicklung im Verteidigungsbereich soll Forschung und Entwicklung und der Erwerb von Verteidigungssystemen finanziell unterstützt werden. Ein Bestandteil des 2017 beschlossenen Europäischen Verteidigungsfonds besagt, dass in den Jahren 2019-2020 500 Millionen Euro ausgegeben werden, ab 2021 1 Milliarde pro Jahr. Im Juni dieses Jahres fand die erste Lesung dieses Gesetzes statt. Hier wird ein Rüstungsprogramm als industrielles Programm verkauft, obwohl in dem Programm deutlich gesagt wird, dass damit die militärischen Kapazitäten verbessert werden sollen. Also die Entwicklung von Massenvernichtungswaffen, Landminen, Streumunition und vor allen Dingen auch zukünftige autonome Waffensysteme. Die Aufrüstung an den Außengrenzen der EU wird zum Konflikt um die Migration nichts zu lösen sein. Die Abschottung ist keine Lösung. Es wird weiter Menschenleben kosten.
Das von den Rechten konstruierte menschenfeindliche Bild einer Überflutung Europas durch die Fremden wird zu einer Krise der gesamten EU hochstilisiert. Statt Frontex aufzurüsten, die zivilen Initiativen zur Not und die zivilen Initiativen zur Seenotrettung zu kriminalisieren und zu verhindern, dass Schiffen auslaufen, um Gerettete aufzunehmen, müssen wir unterstützen, was zum Beispiel die Seebrücke-Aktionen versuchen und legale Fluchtwege und die weitere Ausbildung des Asylrechts müssen wir sehr offensiv vertreten. Dazu kommt, dass wir uns einsetzen müssen für den Wiederaufbau Syriens, keine Lage in Ägypten, Libyen oder anderen Ländern in Afrikas. Wir müssen kämpfen für eine befriedete Welt, die auf die Menschen, auf die Interessen der Menschen ausgerichtet ist und auf eine Wirtschafts- und Handelspolitik, das betrifft insbesondere die afrikanischen Länder, sowie das Ende der ungleichen Handelsverträge und Abkommen und vor allem das Ende von Rüstungsproduktion und Rüstungsexport. Wirtschaftspolitik und Handelspolitik sind nach wie vor Machtpolitik. Wir müssen dies in dem politischen Sinne verstehen und dagegen argumentieren. Was beschäftigt die Menschen? Die Menschen erwarten von der EU viel, aber keine Hochrüstung. Die Ablehnung von Krügen drückt sich in der Bevölkerung noch immer dadurch aus, dass in der Grundstimmung immer noch 70% der Bevölkerung, zumindest in Deutschland, militärische Lösungen für Konflikte ablehnen. Und dieses Fund, sage ich jetzt mal, dürfen wir nicht verspielen. Ich denke da auch an die alte Friedensbewegung. Ich meine, wir sind alle in dem Alter, dass wir sie auch noch erlebt haben. Es gab noch nie eine so gut informierte Bevölkerung, in Deutschland zumindest, über die ganzen Rüstungsausgaben und die ganzen Positionen zur Rüstung, wie in der Hochphase der Friedensbewegung. Ich denke, also wir müssen versuchen, wieder diesen Schwung zu kriegen und daran anzuknüpfen. Die Finanz- und Eurokrise, Massen- und Jugendarbeitslosigkeit sowie die sogenannte Flüchtlingskrise und der von Rechtspopulisten in Großbritannien erkämpfte Ausstieg aus der EU sowie der Wahlsieg der Populisten in Italien und in anderen europäischen Ländern könnten das Ende des europäischen Projektes einläuten. Diese Attac-Konferenz bietet einen Raum, in dem eine Debatte über Einleitung von Demokratisierung und Friedensprozessen stattfinden kann, die auf der EU-Ebene bisher nicht erfolgt. Politik wird im Wesentlichen auf der Ebene von Nationalstaaten definiert. Darum ist es schwierig, einen Wandel der EU zu einer demokratischen, solidarischen, friedlichen, ökologischen und feministischen Union zu realisieren. Ich mache an dem Punkt einfach mal Schluss. Und hoffe auf eine Diskussion. Feministische Orientierung kam jetzt nochmal vor. Wir sind hier sozusagen nicht so paritätisch besetzt, wie wir das gerne gehabt hätten. Auch das ist ein Manko, das will ich durchaus eingestehen. Dennoch will ich sagen, wir kommen jetzt nicht in eine Debatte nochmal zusätzlich rein, weil die Zeitkontingente dafür gar nicht ausreichen. Wir hätten noch ganz legal 2 Minuten hier zu sitzen. Dennoch will ich die Möglichkeit nochmal öffnen, dass auch diejenigen, die am Podium sitzen, nochmal kurz ihren Eindruck schildern und vielleicht auch Hinweise geben. Ganz kurz natürlich nur, weil wir haben ja nur 2 Minuten, wie denn der Widerstandskampf organisiert werden kann. Alan, magst du anfangen? Ich glaube, dass wir gemeinsam diesen Kampf führen müssen. Wie ich schon angedeutet habe, ich glaube sehr an diese Idee von Helsinki 2, die wir populär machen müssen, zusammen. Ich bin Träger von Vorschlägen seitens der französischen Pazifisten an die
Kollegen und Freunde der anderen Länder. Wenn wir das nicht tun, das kommt nicht von den Kanzleien oder von den Ministerien. Wir müssen wieder diese Idee beleben. Und es gibt auch Politiker, die bereit sind, uns zu folgen. Ich glaube, die Idee also einer gemeinsamen Sicherheit, die anderen Prinzipien wieder ins Leben rufen. Ich fühle mich in Sicherheit nur, wenn mein Nachbar sich auch in Sicherheit fühlt und alles und alles. Das geht auf Olof Palme zurück, das verjüngt uns nicht. Aber das ist heute vergessen. Ja? In Frankreich am 11. November will Macron also ein Friedensforum machen für die 100 Jahre. Ende des Ersten Weltkriegs. Ja, also das heißt, er ist gezwungen, irgendwie doch von Frieden zu sprechen. Wir werden auch dort dabei sein, um mal einen wirklichen Inhalt zu geben. Aber sie sind auf der Defensive, wenn wir auf der Offensive sein können. Das ist also unsere Marschroute für die kommenden Monate. Die Offensive, Boris, ist was? Gibt es eine Verständigung, eine neue Verständigung zwischen der russischen Bewegung, dem Friedenswerfen und den westeuropäischen oder europäischen? Wie kann man zusammenkommen? Well, first, I think for us the situation is very clear. The main struggle today in Russia is the struggle for democracy. And the struggle for, regaining the welfare state. But this has something very direct connection with the issue of peace. Because definitely it's also about spending less money on all these strange projects which often lead nowhere, which probably is good news that they're not producing the results, but the money is disappearing anyhow. So it's better to have this money spent on roads, on education, on healthcare, on social policy, and so on. So I think there are two levels of struggle for which actually in the long run are the struggles for peace. It's democracy and welfare in your own country. And of course, definitely, there are quite a few problems. And we know that we also have this war in Syria, which is increasingly unpopular in Russia. So people are not very happy that somebody has to send troops to Syria and so on. There are plenty of other issues. We really have to rebuild bridges in terms of communication between people of different countries and so on and so on. But the final thing I have to say, though, one point which is very important for Russian society, it's not Russia which is moving its troops closer to the West or closer to any of the foreign EU countries. It's the NATO troops which are brought to the Baltics, for example. And as we remember, Gorbachev, when he supported the reunification of Germany, he got a promise that NATO was not going to expand into Eastern European countries. Actually, NATO did expand. And of course, you cannot confuse me for a supporter of the Russian government or Russian military, but still, there is something I have to say that there is also a lot of Western responsibility for the current crisis, and I think Western left should remember that. Thank you. Vielen Dank, Boris. Es ermuntert uns, den Mut weiterzugeben. Wie gesagt, den Mut der Türken habe ich immer bewundert, vor allem der Bewegungstürken. Gökhan kenne ich seit der letzten europäischen sozialen Forumsgestaltung in Istanbul, das war 2010 haben wir das gemacht und habe immer wieder mal erlebt, wie mutig und tapfer diejenigen, die scheinbar von uns irgendwas aus gesehen kaum eine Chance haben, die Veränderungen einzuleiten, dass sie immer noch den Mut finden, auf die Straße zu gehen, aktiv zu sein. Gökhan.
Ja, Türkei ist ein Teil von Europa, so oder so. Es ist immer ein starkes Teil von der ganzen Europadebatte. Ist es eine Militarisierungsdebatte oder Migrationspolitikdebatte? Türkei, ohne die Türkei ist es schwer, eine Europadebatte überhaupt zu führen. Aber in den letzten Jahren ist es oft ein negativer Einfluss wahrgenommen seitens der Türkei, aber auch in Deutschland. Aus verschiedenen Aspekten, aber das kann auch anders sein, denn in der Türkei gibt es auch eine ziemlich starke, historisch tief verwurzelte Position, gesellschaftliche Dynamiken. Und diese Solidarität aufbauen zwischen beiden Regionen, sozusagen zwischen der türkischen Opposition, kritischer Journalismus bis zum Gewerkschaftsbewegung, von Kurdenbewegung bis zum der Akademiker für Friedensprozess. Solidarität, konkret Solidaritätsknüpfungen zwischen beiden Regionen könnte auch dazu beitragen, dass die Türkei nicht einen negativen Einfluss in diese ganze Debatte hat, sondern eine sehr positive Dynamik darstellen kann. Und wir sind in dieser Seite der ganzen Debatte. Ja, vielen Dank. Ich denke, dass wir hoffen können, dass die Frage von Friedenskampf nicht nur sozusagen in den Rängen und in den Zusammenhängen der Friedensbewegung stattfindet. Ich bin ganz angetan davon, dass der IWC-Kongress, also der Internationale Gewerkschaftsbund, der vom 4. Dezember bis zum 10. Dezember in Kopenhagen tagt, die Abrüstungsfrage zu einem zentralen Anliegen gemacht hat. Aber das ist so ein Hoffnungsschimmer, den wir haben. Jürgen, sag doch nochmal, wie du die Hoffnungen verteilt siehst, diese PESCO-Geschichte, die europäische Militarisierung, du hast von Widersprüchen geredet, dann verhindert werden kann. Gibt es Chancen? Toll, ich gehe aber schon zum Hoffnungspapa. Also, vielleicht zwei, drei Überlegungen. Ich bin eher so an der Endphase der halbwegs PESCO, also sozusagen wahrnehmbar und dekolonisiert worden. Das heißt, ich habe eigentlich so fast das Friedensbewegung nicht mitbekommen, habe aber aus Debatten immer den Eindruck gehabt, auch was wir bei uns bei den Franzosen stellt haben, dass diese Bewegung durchaus deswegen auch stark war, weil bis ein bürgerliches Spektrum bei das Bedrohungsgefühl, glaube ich, noch anders war als heute. Die Wahrnehmung war weit verbreitet, dass wenn es schief geht, was die da tun, dann geht es in Deutschland an der Frühjahrsrunde schief, taktisch alle noch vom Frieden auf Deutschland. Und heute scheint es doch eher so zu sein, dass man das zwar nicht mal unbedingt toll findet, aber wenn was passiert, dann ist es die Suwalki-Lücke in Balten oder das ist jetzt ganz neu so ein Ding, das man, die heißt nämlich Ganja-Lücke in Aserbaidschan, also es ist so unmittelbar. Mir ist es aufgefallen, als ich einen Vortrag jetzt in meiner Heimatstadt hatte vor zwei Wochen, da war meine Lehrerin dann da, meine französische Lehrerin von früher, gestandene Konservative, und ich kenne ihre Gesichtsausdrücke von früher und die konnte nichts mit den Sachen anfangen, was ich dazu hatte, und auf das Thomas Döbel. Und am Schluss kam ich aber zum frisch gerade ausgebrachten Fähigkeitsprofil der Bundeswehr und habe die Zahlen mitgenommen. Zu dem sowieso gerade angestiegenen Haushalt auf 38 Milliarden jetzt da, neue Auszahlen gemeldet bei der NATO und verpflichtend zugesagt. Die kommen dann nicht so einfach wieder runter, das ist was anderes als das 2%-Ziel. Etwa 60 Milliarden. Das heißt, wir sprechen über 22 Milliarden im Jahr bis 2024 jährlich mehr. Das sind Unsummen und da ist meiner Lehre irgendwie auch gedämmert, dass das Scheiße ist. Da kann man dann vielleicht ansetzen und sagen, ja, Leute, das Heimat, um gegen Russland so irgendwie aufzurüsten, die gerade in Russland etwas verringert haben. Die CVP und dann sagt doch die, nee. Also ich finde es schön, wenn eine moralische oder eine friedenspolitische Sache fangen würde, aber ich glaube, wenn wir, und die Debatte wird jetzt geführt, wir haben die Erhöhung, wir haben jetzt ein Gas angegeben müssen, um diese Zusagen einzuhalten, und wir müssen diese Debatte ums Geld führen, deswegen schließe ich mich dann eingangsfällig an, dass wir diese Abrüsten statt Aufrüsten wirklich massiv versuchen müssen, über die Friedensbewegung aus auch an den Start zu bringen. Das ist halt das, was wir in Deutschland machen müssen, dann haben wir auch eine Chance, in die gleiche Debatte zu kommen. Vielen Dank, Jürgen, für Ihren Hinweis. Das ist ein
praktisch aufgebaut, der Friedensbewegung natürlich, des Friedensratschlag. Dort gibt es Zeitungen und Unterschriftenlisten, denn es ist tatsächlich so, dass wir über 100.000 Unterschriften gesammelt haben, nicht die meisten sozusagen als Klick im Internet, sondern tatsächlich händisch als Unterschrift präsentiert haben. Das zeigt mir, dass die Friedensbewegung auch in der Lage ist, wieder Menschen anzusprechen und nicht nur zu warten, dass sie zu Hause einen Klick haben. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Moment, dass wir wieder lernen, mit Menschen zu reden, Menschen zu überzeugen. Und deshalb ist mit, was unterscheiden, geht in die Veranstaltung, geht auch auf Infostände, dass wir sozusagen so perspektiv in der nächsten Zeit sein, in der Hoffnung, dass wir noch im November was bewegen können, dann ist die Haushaltsberatung in der Schlussphase, dass wir nochmal ein bisschen Druck dort erzeugen, in der Hoffnung, dass sich der eine oder das andere noch bewegen lässt. Ich danke euch für das Zuhören, ich danke vor allem dem Podium, dass Sie hierher gefunden haben. Manchmal mit weiten Wegen aus Moskau und aus Istanbul. Jedenfalls haben wir uns sehr gefreut, dass wir eine solche Mannschaft hier zusammengekriegt haben, die ein bisschen wenigstens Impulse zum Nachdenken für die weitere Arbeit hier hinterlassen haben. Vielen Dank.